Nun, die dünne Decke der Zivilisation ist ein sehr schöner Titel. Er signalisiert, dass es da eine Decke gibt, unterhalb derer alle möglichen Leidenschaften, Bosheiten, Gewalttätigkeiten des Menschen ruhen, die eingefangen werden gleichsam durch die Institutionen, durch die Ordnung, in der wir leben. Was derzeit in Frage steht, ist tatsächlich die Qualität und die Quantität dieser Institutionen. Wie werden sie gesehen, wie werden sie aufrechterhalten? Wir haben in mancher Hinsicht eine durchaus Absetzbewegung, kann man sagen, ein Individualismus, der hinübergeht in den Narzissmus, wenig Verständnis für so etwas wie Gemeinwohl oder Verzicht oder ähnliches mehr. Also es ist sozusagen eine sonderbare Leichtsinnigkeit unterwegs in Bezug auf die Systeme, in denen wir leben und arbeiten, Demokratie, Wirtschaft, Familien und so weiter. Wir könnten reflektieren, in welcher Situation wir uns befinden. Putin hat die feste Überzeugung, dass der Westen dekadent ist. Könnte er recht haben? Nämlich nicht in dem Sinn eines kulturellen Brimboriums, sondern einfach mit der Frage, ist sich diese Gesellschaft ihrer eigenen Bestandsvoraussetzungen noch bewusst? Kann sie diese wahrnehmen? Kann sie wahrnehmen, worauf sie beruht? Und zwar in wirtschaftlicher, politischer, ökologischer, sozialer Hinsicht. Und da sehe ich Defizite, da könnte man vielleicht ein bisschen mehr wahrnehmen, wie großartig diese Gesellschaft ist, aber auch wie zerbrechlich diese Gesellschaft ist, wie zerbrechlich alle ihre Institutionen sind, auf denen man nicht herumtrampeln soll.